Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Medion E32 Saugroboter berichten. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an. Selbst Staubsaugen war gestern. Wenn der Medion Saugroboter E32 bei dir einzieht, sind deine Böden und Teppiche in besten Händen. Der eifrige Putzteufel kümmert sich nämlich selbstständig um die Bodenreinigung, auch wenn du gar nicht zu Hause bist und auf Wunsch sogar täglich. Mit seinen speziellen Seitenbürsten ist der E32 bestens ausgestattet, um selbst schwer erreichbare Ecken zu reinigen und zuverlässig von Staub, Haaren, Pollen oder Schmutz zu befreien. Auf Parkett und Fliesen findet sich der Saugroboter mit seinen modernen Sensoren dabei ebenso gut zurecht wie auf kurzflorigen Teppichen und ist somit für den Einsatz auf nahezu allen Bodenbelägen geeignet. Starke Akkuleistung. Vor allem geht der Medion Saugroboter E32 seiner Arbeit gleichermaßen gewissenhaft und ausdauernd nach. Mit einer Akkuladung ist er bis zu 120 Minuten lang im Einsatz und reinigt somit je nach Wohnfläche spielend mehrere Räume oder gleich dein ganzes Zuhause in einem Durchgang. So macht der Hausputz wieder Spaß. 120 Minuten Akkulaufzeit. Ein gründlicher Hausputz braucht starke Ausdauer. Damit du deine schonen kannst, bringt dieser Haushaltsroboter davon umso mehr mit. Eine Akkuladung reicht dem Putzteufel für bis zu 120 Minuten Laufzeit. So werden deine Böden wirklich sauber. Verschiedene Reinigungsmodi. Durch die frei wählbaren Reinigungsmodi nutzt du den Haushaltsroboter immer exakt so, wie du ihn gerade benötigst. Die Punktreinigung ist beispielsweise bestens für die Beseitigung kleiner Unfälle im Haushalt geeignet, während die Kantenreinigung sicherstellt, dass dein Zuhause wirklich überall strahlt. Stürzt nicht ab. Treppen in der Wohnung? Keine Sorge, auch hier kannst du den Saugroboter getrost einsetzen. Dank modernem Absturzsensor erkennt der Saugroboter Stufen rechtzeitig und passt seine Route automatisch an, ohne herunterzufallen. Harmoniebedürftig, dank Möbelerkennung. Modernste Sensorentechnologie warnt den Roboter zuverlässig vor möglichen Kollisionen mit deinem Mobiliar und lenkt ihn entsprechend um. So werden Kratzer oder fiese Kerben vermieden und leichte Möbel bleiben an Ort und Stelle. Frische Luft auch für Allergiker. Als Allergiker oder Tierbesitzer hast du garantiert nicht immer Zeit und Lust, täglich deine Räume von Pollen und Tierhaaren zu befreien. Kein Problem, der Reinigungsroboter ist für immer für dich da. Mit seiner starken Saugleistung sammelt er Blütenstaub sowie Haare deines Fellfreundes zuverlässig auf und bereinigt die Abluft dank Hochleistungspartikelfilters EPA für gute Luft und mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Nimmt jede Hürde bis zu 2 cm. Der Ehrgeiz dieses kleinen Putzwunders ist kaum zu bremsen. Barrieren wie Türschwellen oder Teppiche mit einer Höhe von bis zu 20 mm überwindet er mit Leichtigkeit. So saugt er problemlos gleich mehrere Räume, ohne dass du anwesend sein musst. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der Roboter kann manchmal etwas laut sein, manchmal lässt er Bereiche aus. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Nimmt die kurzen Hundehaare schön auf, Preis-Leistung ist top, die Navigation des Roboters ist ziemlich gut, die Reinigungsleistung auf diversen Bodenbelägen ist gut, der Saugroboter ist einfach zu bedienen, bietet gute Reinigungsleistung und die App-Steuerung ist sehr bequem. Das war's mit unserem Testbericht zum Medion E32 Saugroboter. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!